Wie nett, Anteilnahme zeugen. Es muss euch grausames Vergnügen bereiten, jemandem neuen Mut zu geben, bevor ihr in euren stinkenden Stiefel ins Gesicht tretet. Genau, ihr habt mich durchschaut. Es gibt nichts Besseres, als kranke und schwache Gnomen ins Gesicht zu treten. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Kommt schon, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe nicht vor, euch etwas zu tun. Na, wenn ihr so eine gute Seele seid, warum geht ihr dann nicht raus und besorgt uns was zu essen? Mein Atem wird nicht besser davon, dass ich den ganzen Tag Felsenstaub einatme. Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich die Salamander oben im Aufzug töten. Wo kann ich was zu essen finden? Ihr seid ganz schön clever, was? Die Salamander ist natürlich nicht, was wir essen. Warum seht ihr nicht mal in dem kleinen Palast in der Nähe von Turdel Anatan nach? Markev wohnt dort. Da sollte es etwas zu essen geben. Wenn ihr ganz besonders mutig seid, könnt ihr auch in den Kuppeln im Küstlerbezirk nachschauen. Malavon könnte Tarnem, ein grantiger Gnome im Verlies, hat uns gebeten, ihn für ihn und seine sterbenden Brüder was zu essen aufzutreiben. Er würde uns wohl erst dann trauen, wenn wir ihm den Gefallen tun. Was ist das Problem? Was ist mit Malavon? Was das Problem ist? Ihr seid wohl noch nicht lange hier, wenn ihr nicht von Malavon gehört habt. Dieser verdrückte Dwarf steht eine Armee Erdkolosse zusammen, um ein Volk aufzuspüren. Er ist uns auf den Fersen und wir nagen am Hungertuch. Wir sind in einer entsetzlichen Notlage. Wenn ihr euch von dem übrigen Abschaum in Dorntief abheben wollt, dann besorgt uns etwas zu essen. Ich werde tun, was ich kann. Einverstanden. Also, hier sind jede Menge... Oh. Wer hat den Nashornkäfer eingeladen? Ja? Dein Befehl? Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut! Wenn es sein muss. Okay, Nashornkäfer und ein paar Erdkolosse. Das erklärt so ein bisschen was. Also angreifen wollte ich sie nicht. Okay, hinter dem Nashornkäfer geht's nicht weiter. Ja, gewiss. Einverstanden. Also ja, wir können uns um die Erdkolosse kümmern. Wir können in den Palast, wo wir wahrscheinlich nur noch mehr Diebesgesindel begegnen. Wir können aber auch erstmal in unserem Rückzugsort schlafen und uns die Minen ansehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Minen ins selbe Gebiet führen wie der Aufzug, ist recht groß eigentlich. Sofort! Weil ja erstmal den Dwau loswerden, bevor wir... Weiter! Einverstanden. Uns um. Weiter. Den Palast kümmern. Also gut, wir sind wieder fit. Nochmal der Typ. Sage ich nicht ausruhen kann, sollt ihr auch nicht ausruhen. Wieder? Wie lautet deine Aufgabe? Sicherheitshalber eine Verteidigungsmatrix, ja? Und eine Hast. Gleich dazu. Mir ich
Dieser Wagen ist mit Erz und Schutt gefüllt. Die Räder drehen sich vor Rost nicht. Okay, in Ordnung. Hier unten gibt es auch Sklaven. Wie groß ist das hier? Das ist etwas größer. Okay, hier geht's nicht lang. Wir kommen nur hier unten lang. Passt auf, die Salamander sind in der Nähe. Wenn sie euch sehen, bringen sie euch um. Danke für den Ratschlag. Wer seid ihr? Ich bin Guelot, ein Priester. Ich wurde von Malavons Erdkolossen gefangen genommen und hierher gebracht, um in den Minen zu arbeiten. Ich muss zurück zu meinem Volk oder viele werden sterben. Die Minen von Unterdorntief sind die Heimat eines kleinen Volkes von Tiefen genommen. Zu ihnen gehört der Priester Guelo. Er hat uns von den Salamanderwachen in der Nähe gewarnt und er hat behauptet, dass er von Erdkolossen zur Arbeit in den Minen gezwungen wurde. Schließlich hat er uns berichtet, dass er unbedingt in sein Lager zurückkehren müsse, da sonst viele Menschen sterben müssten. Ich kann euch helfen zu fliehen, was muss ich tun? Shikata, der Salamanderkönig, und seine grausame Bande bewachen uns pausenlos. Vernichtet sie und wir können kommen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Da geht's irgendwo hin. Zur großen Schmiede. Aha. Oh. Mögen die Götter euch gnädig sein. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ich spür meine sternerne Klinge. Shikata, wie könnt ihr es wagen, das Territorium von Markev unbefugt zu betreten? Ich bin Shikata, mächtigster König der Salamander. Für diese Betrübung sollt ihr büßen. Glaubt ihr, ich habe Angst, nur weil irgendein Stammesfürst seid? Gebt mir aus dem Weg, bevor ich euch und eure Brüder über die Boden dieser Höhle verteile. Aus dem Weg, Bestie. Ihr werdet mich nicht davon abhalten, Gerechtigkeit über die zu bringen, die unter dem Denkmantel der Rechenschaft Schandtaten begangen haben. Hoppla, tut mir leid, ihr habt recht. Ich gehe einfach. Ja. Paladin, sagt. Oh, das werde ich. Wenn ich euch getötet habe, wird eure Leiche ins Feuer geworfen, damit uns Götter sich daran gütlich tun können. Okay. Ich werde tun, was ich kann. Wie kann ich helfen? Göttliche Macht. In Ordnung. Zwei Zwergenwachen bewachen diesen kleinen Minenausgang. Ihre Augen sind so gearbeitet, dass sie jeden, der vorbeikommt, zu mustern scheinen. Ich höre. Mit Vergnügen. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Dein Befehl in Ordnung. Okay, selbst hat wieder was gedroppt. Ach, nur ein Speer. Ja. Mit Betonung auf nur. Und der heißt auch noch Mörder. Super. Wo führt der Tunnel hin? Zum Markevs Palast. Ah, der führt hinten rum in den Palast rein. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Und das hier führt auch zur großen Schmiede. Hm. Ja gut, jetzt können wir mit dem... Ach, Guelo ist hier drüben. Danke, dass ihr Shikata und seinen üblen Konsorten getötet habt. Jetzt müsst ihr jedoch schnell von hier verschwinden, bevor euch jemand findet. Ich und meine Leute werden versuchen, bei nächster Gelegenheit über weiter unliegende Gänge zu unserem King zurückzukehren. Ich danke euch nochmals, meine Freunde. Okay. Also ja, eigentlich sollte ich dann erst einmal unten weiter gucken. Also wie es aussieht, die große Schmiede ist ein bisschen was anderes als der Palast. Den Palast nehme ich dann als nächstes in Angriff und als letztes die große Schmiede. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Rast. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn
Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich würde echt gern wissen, warum die Zwerge sowas hier bauen. Also ja gut, Verteidigungsturm und so ist okay. Ich muss mich bald an einer wichtigen Position. Aber ja gut, wahrscheinlich haben das dann die Bösen drumherum angelegt, die Ferche für die Gnome. Sofort. Und wieder hat die Glocke geschlagen. Also ja, wie gesagt, da oben gehen wir als letztes lang. Oh, ich kann gucken. Zum Künstlerbezirk. Ah. Ja gut, den könnten wir dann als nächstes machen, wenn wir hier unten fertig sind. Gewiss. Ah, ihr seid es wieder. Was kann ich von euch tun? Wer ist die Maitlin Madia? Sie ist ein verrücktes Frauenzimmer und sie ist in unserem mysteriösen, bösartigen obersten Herr. Ich weiß nicht viel über sie, außer dass sie eine Elfenmaid ist und den Auftrag hat, die große Schmiede abzureißen. Anscheinend will unser oberster Herr ein riesiges Schiff aus dem Material der Schmiede bauen. Ja, es sieht übel aus. Warum sind die Salamander hier? Woher bei den neuen Höhlen soll ich das wissen? Unser Priester Beorn hat uns gesagt, dass die Zwerge Portale zur Elementarebene des Feuers benutzt haben, um ihre Schmiede anzutreiben. Vielleicht sind die Salamander da durchgekommen. Wo kann ich was zu essen finden? Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Also machen wir jetzt erstmal die Erdkolosse hier den Boden gleich. Gucken mal, wo der Weg weiterhin führt. Auf in den Sieg! Wir erinnern uns noch an die Erdkolosse als aus Baldur's Gate, auch wenn die Erdkolosse hier, glaube ich, ganz so stark sind wie Baldur's Gate. Ich nehme es zurück. Die Erdkolosse können immer noch verwirren. Jawohl. Pass mal auf. Erdkolosshaut. Hm. Immer kein Problem. Wie kann ich vorwärts? Also ja, jetzt gerade eben, das war... Oh, bist du jetzt etwa... Nashorn, Käferpanzer und Erdkolosshaut, das überlädt dich. Warum ist eigentlich deine Stärke ist doch recht hoch. Warum ist das so niedrig bei dir? So, alles in den immer vollen Beutel. Vorwärts zum Sieg! So, dann gucken wir mal, gibt es hier einen Weg weiter oder ist hier ein Ende? Hier scheint Ende zu sein. Ja, Tatsache, hier ist einfach Ende. Das ist ja gut, dass wir das schon mal abgeklappert haben. Also weiter ins Künstlerviertel, würde ich sagen. Aber erstmal hochheilen. Vita Mortis Carioia.
das war dann Anzeigefehler. Wir haben keinen Reizauber mehr. Vita Mortis. Dein Befehl? Weiter! So, das sollte erstmal reichen. Das heißt, wir können wieder nach oben, weil hier gibt's nichts mehr. Also wie gesagt, wir haben die Wahl Künstlerviertel, Palast und große Schmiede.